Im vergangenen Oktober war die Strandkorbhalle in Wenningstedt vollständig abgebrannt. 1300 Körbe wurden dabei ein Raub der Flammen. Die neuen Strandkörbe konnten schnell beschafft werden und die ziehen nun in einigen Tagen in die in den vergangenen Monaten neu gebaute Strandkorbhalle in ihr neues Winterquartier um. Dort sind die beliebten Körbe vor winterlichen Stürmen, Regen und dem rauen Sylter Wetter bestens geschützt bis zum nächsten Frühling.